Und herzlich willkommen bei einer neuen Runde, die Gilde 2. Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, was wir genau in der letzten Folge oder in den letzten Folgen gemacht haben. Denn heute Morgen mal wieder war es eine sehr spontane Aufnahme, beziehungsweise ein spontaner Einstieg in eine Aufnahme. Und dementsprechend muss ich jetzt erstmal gucken. So, also politisch, der Amako, unser Jüngster, hat sich beworben. Oh, und es ist gerade eine Sitzung. Da Ratsmitglieder, sollte ich die mich dann heutige Versammlung möglichst ist schnell eröffnet. mal rein begeben. Lasst uns nun um folgenden Amtssessel debattieren. Und dann schauen wir Die erstmal zu und hochverehrte gucken, ob Position wir des unsere Bürgermeisters Position unserer halten frühen können. Stadt. Ich denke schon, denn Unglaublich. ich So glaube. dankt ihr mir also meinen selbstlosen Also ich Einsatz hoffe für die es mal Stadt. einfach, sonst müssten wir mit dem Amarcus Folgende Junior Bewerber haben sich komplett eingefunden. neu anfangen in der Politik. Die Wahlberechtigten sind Ja, also Warum drei denkt ihr, dem Wahlberechtigte Rat offenbar. weiterhin gut dienen zu können? Und zwei sind schon mal sicher auf unserer Seite. Ach so, Ich sehr sage nur gut. so, Zwei sind sicher braucht und diese drei sind Stadt noch eigentlich eine sicher, weil Partei? der dritte ist im Moment die Ist Bianca, also meine es scheint recht gut Politik zu so sein. bedenkzeit? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mich mit der Bianca auch Das werdet ihr nicht bereuen. beworben hatte auf Obrist oder Seneschall, aber das schauen wir dann gleich, das werden wir ja sehen. So, umgarnen wir mal diese junge So Dame gut habe ich hier mich selten unterhalten. und Vielen machen Dank. wir mal ein Arbeit ist meine Kompliment. Leidenschaft. Ihr seid ein Charmeur, mein Einfach Herr. schon mal Vielen Dank. vorarbeiten für die nächsten Wahlperioden, sage ich mal. Und dann schauen wir mal, Entscheiden wir nun ob's über den Antrag. was wird. So, Stimme Nummer 1, Stimme Nummer 2 und Stimme Nummer 3 natürlich. Damit ist die Wahl beendet. Wir haben nun einen neuen Amtsträger. Gratulation. Und wir bleiben Bürgermeister, das ist doch schon mal schön. Auf der Tagesordnung steht die Debatte um folgenden Amtssessel. So, Die dann Position des Gildenmeisters. Gildenmeister. Ach, das ist doch eine recht Folgende niedrige, das Personen haben heißt, sich ich habe beworben. offenbar vergessen, mich mit der Bianca zu bewerben. Ist natürlich blöd jetzt. Die Wahlberechtigten sind. Aber wir können den Amako auch in die Warum Politik denkt holen. ihr, dem Rat weiterhin gut dienen zu können? Das wäre doch schon mal was Ganz Schönes. einfach, weil ich der fähigste Kopf hier im Rat bin und ihr alle bald keinen mehr habt. Interessant. Erst einmal eine kurze Bedenkzeit. Die erlesene Auswahl eurer Gesprächsthemen hat mich sehr beeindruckt, meine Dame. So, wer ist der Zweite? Ihr versteht es, warum ich Ach an mir so. um Komplimente zu machen, meine Ah, das Herren. ist ja perfekt. Nur die beiden, die wir auch kontrollieren können, abstimmen. Dann wird sich diese Wahl fast schon von selbst gewinnen lassen. Wir müssen halt nur noch klicken. Kommen wir zur Abstimmung. So, jetzt geht's los. Und Amako Smith. Und Amako Smith. Damit ist die Wahl beendet. Wir haben nun einen neuen Sehr Amtsträger. gut. Jetzt haben Gratulation. wir drei Leute in der Politik. Und Endlich! dann werden Ich wir habe zum es nächsten geschafft! Mal, also zur nächsten Lasst Wahl, uns nun um versuchen, folgenden Amtssessel alle debattieren. drei etwas weiter nach oben zu bekommen. Das Amt des Also Bianca und Kerkermeisters. Amako nach oben zu bekommen. So, den Rest beschleunige ich mal ein wenig. So, die Wahlberechtigten sind Bianca Smith, Amako Smith Jr. Das war's auch schon. Das bedeutet, wir nehmen trotzdem die Martina und lassen aber trotzdem mal etwas schneller laufen. So. Da habe ich durch die Geschwindigkeit einmal abstimmen verpasst. Damit Achso, ist die habe Wahl ich nicht. beendet. Gut. Wir haben nun eine neue Amtsträgerin. Ich Also gratuliere. die Martina braucht mir auf jeden Fall, weil die ja Hurra! doch ein Stückchen besser zu uns steht. Werte Freunde,
Vielen Dank für eure kostbare Zeit. Hiermit. So, die Sitzung ist beendet. Und das bedeutet, wir werden den Amako anwählen. Euer Amtszettel ist bedroht. Dann auf ein Amt bewerben. Und zwar auf den Inquisitor. Oh, Produktion unterbrochen, das ist natürlich nicht so schön. Amt erhalten, Amako Smith. Amtssessel bedroht. Für Amako Smith. Okay. Merkt dies bitte für die nächste Sitzung vor. Der Stadtrat wird demnächst über die Besetzung des Schneller Amtes bitte, beraten. Schneller. Ja. Erscheint bitte pünktlich zum Termin. Er hat irgendwie so einen krummen Rücken, kann das? So, Sehnschei Bianca. Ihr seid wahlberechtigt, Amako wahlberechtigt und so weiter. So, Bianca muss sich jetzt bewerben. Also falsch. Titel kaufen, Amt bewerben dort. Und zwar auf den Richter. Oh nein. Jetzt ist genau die Verbündete, die wir in der Politik unterstützt haben, gestorben. Das ist natürlich jetzt wirklich ärgerlich. Der Stadtrat wird aber so kann's passieren. Über die Besetzung des Amtes beraten. So. Erscheint bitte pünktlich zum Termin. Alles klar. Jetzt haben wir endlich diese ganze unsägliche Amts- und so weiter Geschichte hinter uns gebracht und werden uns mal wieder um unsere Produktionen kümmern. So. Wir produzieren keine Pechfackeln mehr. Also Gehstock, Rubinstab und Kriegsbeil war das. Die produziert werden. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, das passt soweit. Also hier fehlen schon mal keine Rohstoffe. Wie sieht's in der Schneiderei aus? Ach ja, klar, die Duellhandschuhe. Da haben wir 4 Mitarbeiter. 2 Lederwams. Und 1, 2 Bürgerkleidung. Ich denke, das ist besser. So. Bringen wir erstmal die Standardsachen weg. Planung zurückkommen. Und auch bei der Drechslerei bringen wir die Sachen weg. So. Na komm schon. Kein Weg ist mir zu weit. Oh, das hat gut Geld gebracht. 23.000 haben wir mittlerweile. Das ist doch nicht so wenig, sage ich mal. So, und wir sollten uns langsam um eine Arbeit für Amako kümmern. Und das bedeutet, wir brauchen eine zweite Arbeit für einen Gauner. Jetzt die Frage. Hier wäre zum Beispiel... Ach nee, das ist ein Kontor. Man könnte natürlich so eine Raubritterburg bauen. Oh. Da weiß ich aber nicht genau wie, wo. Das gucken wir dann gleich mal. Jemand fühlt sich vernachlässigt. Ach ja, richtig. Wir haben ja auch noch so eine Hochzeit vor uns. Uhrzeit ist da. 2 Uhr haben wir. Gut, dann wird die jetzt sowieso noch nicht groß mit uns quatschen wollen. Der Sieg ist unser. Dann gehen wir mit dem Amako erstmal auf den Markt und kaufen Ringe oder ähnliches. Und dann lassen wir ihn angewählt und schauen uns mal um. Räubernest. Das wäre in der Stadt, das ist Piraten, also müssten wir das bauen. Aber das, man kann offenbar wirklich... Ah nee. Hier kann man auch bauen, das ist sehr gut. Hier wäre doch fast schon optimal, oder? So ein bisschen im Wald noch. So. Bauen wir das mal. Und dann kann sich Amako darum kümmern. Und dann wählen wir ihn an und kaufen erstmal die Ringe und so weiter. So. Textilien, Eichenholzring, nö. Eisenwaren dort. Okay. Keiner vorhanden. Also kaufen wir doch einen normalen Ring. So. Und jetzt geht Amako bei den wichtigen Einheiten zu seiner Umworbenen, die noch schläft. Perfekt.
Jo, das ist echt optimal. Na gut, dann lassen wir ein bisschen schnell vorlaufen. Ja, und überspringen die ganze Zeit, in der die Alte noch pennt. Mehr können wir eh nicht machen. Und dann werden wir sie weiter umwerben. Das ist eigentlich relativ eintönig, finde ich persönlich. Man muss hier ja relativ, also meist für die ganzen Leute immer dasselbe irgendwie machen. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Nur, dass man dann reinsteuert und verschiedene Berufe und so weiter koordinieren muss, ist halt dann manchmal etwas abwechslungsreicher. Also ein neues Gebäude, sehr schön. Ist die Frau jetzt mal wach? Nein. Egal. Los. Ja. So, er ist unterwegs. Und wir schauen uns mal beim Räubernest um. Eine Dynastie trauert. Und stellen erstmal ein paar Arbeitslose ein. So, beziehungsweise einen. Dann das Gebäude erweitern. Das ist natürlich sowieso Pflicht. Sicherheitsschutzwand, Fangnetz und Geländer, Räuberzelt. Eine Dynastie trauert. Okay. Dynastien trauern, das ist uns relativ egal. 6 Uhr, wir haben noch 10 Stunden etwa bis zur nächsten Wahl. Achso, nee, ich muss ja irgendwie, glaube ich, rein, nicht wahr? Los! Nein, das war falsch. Produktion und Lager. Wie wähle ich die Persönchen denn aus? Ah, okay. Eine Dynastie trauert. So geht das zumindest schon mal. So nicht. Ja, Räubernest. So. Aber das sind ja jetzt nur 2. Wir haben doch eigentlich 3 angeschaut. Achso, das ist der Amako. Nee, okay. So, dann könnt ihr beiden, was könnt ihr denn mal machen? Wege lagern in dieser Gegend. Bitte. Aber bevor die das machen, sollten die vielleicht noch Waffen kaufen. Ja, da kümmern wir uns jetzt auch mal drum. Dann gehen die jetzt mal in den Markt. Ach, Quatsch. Tun sie nicht. Ihr lagert Wege. So. Hier ist doch bestimmt ein Karren. Nein. Na gut, dann kaufen wir eine Schubkarre. Die sollte reichen, denke ich erstmal. So, die Dynastie trauert immer noch und zwischendurch werden wir mal kurz zu der Umworbenen gehen. So, jetzt los, Kompliment. Ah, da wird gerade gekämpft schon. Wahrscheinlich mit wenig Erfolg. Aber das werden wir ja gleich sehen. So. Jetzt auf zum Markt mit unserer Schubkarre. Meine Füße tun. Kein Weg ist mir zu weit. So, dann können wir da Waffen kaufen. Beziehungsweise Lederwams sollten wir vielleicht auch dahin bringen. Und das machen wir dann so. So, Produktion und Lager. Die beiden Sachen werden verkauft. Immer nur Arbeit. Bin schon unterwegs. Und es trauern ständig Dynastien, wenn ich das richtig sehe. So, wo ist sie? Und der Amako soll jetzt beschenken. Ich hoffe, sie ist das überhaupt. Gucken wir mal lieber so. Die Produktion wurde unterbrochen. Produktion unterbrochen, und zwar in der Schneiderei. Für Bürgerkleider, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, da brauchen wir. Okay, wir brauchen generell Eisen. Das heißt, Schneiderei. Oh, der Handkarren. Einmal zum Markt. Wo ist denn der Handkarren eigentlich hiervon? Also die Schubkarre. Ah, die ist unterwegs offenbar. Gut. So, dann Eisenbarren. Eisenwaren.
kaufen wir mal direkt so viele wie geht. Na, komm schon. Immer nur Arbeit. Der Karren rollt. Abladen. Ja, und wenn dann ein Lederwams fertig ist, wie viel Leder haben wir noch? Oh, auch nicht mehr so viel. Dann kann der Wagen eigentlich gleich wieder zurück. Schauen wir mal. Ja, er ist schon da. Das heißt. Wohin soll's gehen? Bin sofort da. Zurück, so. Ja, die Schubkarre ist auch schon da. Das ist gut. Dolch, Langschwert, können die sowas tragen? Kaufen wir mal zwei Kurzschwerter. Was brauchten wir? Leder brauchten wir hier noch für. So, für die Schneiderei. Arbeit. Abladen und dann den Karren wieder zurück zum Räubernest. So. Abladen und zurückfahren. Wie sieht es denn da aus? Ah ja, wir haben schon ein paar Rohstoffe. Ich würde sagen, wir kaufen dann mal einen größeren Karren. Hätte ich eigentlich direkt machen können, fast schon. Wie sieht es mit unseren Leutchen aus? Oh, da ist jemand gestorben. Dann stellen wir mal direkt einen neuen ein. Wie sieht es denn aus? Also wir haben jetzt das schon alles erobert. Ach, erobert. Geweh gelagert, geraubt, wie auch immer. Wobei, ich möchte die, glaube ich, zusammen Wege lagern lassen. Gehen wir mal hier hin mit dem und mit dem auch. Dann können wir die gemeinsam losschicken. Am besten, wenn der Karren wieder zurück ist. Damit die auch beide mit Schwert bewaffnet und eventuell mit einem Lederwams gerüstet sind. Ja, perfekt. So, in der Drechslerei. Wie sieht es da aus? 11 Uhr haben wir jetzt. Gucken wir mal, bevor wir in der Drechslerei schauen. So, wir umgarnen unsere Heißgeliebte. Die seufzt sich da gerade ein, offenbar. Sehr schön. Ich jetzt auch kurz. Okay, war wohl doch eine andere, die sich da einsäuft. Vielen Dank. Ja, durch diese Corsage haben die echt alle viel Holz vor der Hütte, muss ich sagen. So, weiter geht's. Jetzt laden wir sie zum gemeinsamen Bad ein. Also ich finde es echt gerade angenehm, dass wir so viel Geld haben. Also ich wüsste jetzt spontan echt nicht, wo wir das ganze Geld ausgeben sollten. Wenn ich mich da an den Anfang erinnere, ja, wo ich mir echt gedacht habe, mein Gott, wo soll ich das ganze Geld herkriegen, um für alle unsere Leutchen Partnerinnen zu umwerben? Und da habe ich dreimal überlegt, ob ich die 500 Gold ausgebe, um da so ein gemeinsames Bad zu nehmen.